Herzlich willkommen zu den Most Actives hier live von der Börse in Frankfurt. Letzter Handelstag in dieser bewegten Woche und der DAX, der kann einiges an Boden gut machen und liebäugelt heute hier dann auch wieder mit der 13.600-Punkte-Marke. Kurzzeitig waren wir schon mal einen Tick darüber. Vielleicht gelingt im Handelsverlauf tatsächlich auch noch mal der Angriff auf die Allzeithöchststände, die man ja innerhalb dieser Woche einfahren konnte bei 13.640 Zählern. Aktuell sind wir bei 13.597 Punkten, einem ordentlichen Plus von 1,6%. Vor allen Dingen knüpft man so ein bisschen an die gute Stimmung der Überseebörsen dann an. Die Fahrt an der Wall Street geht ja weiter und der DAX hat zuletzt da etwas hinterhergehinkt und das macht man jetzt dann eben vor dem Wochenende wieder an Boden gut. Wirft man einen Blick auf die meistgekauften Werte beim Online-Broker Flatex, haben wir das Papier von Wirecard an Stelle 1, gefolgt von Ballard Power, Bayer, PowerCell Sweden und Hexagon. Und wir werfen einen Blick auf Wirecard. Die Aktie setzt nämlich ihre dynamische Aufwärtsdynamik weiter fort. Am Freitag war sie zwischenzeitlich auf dem höchsten Stand seit Oktober vergangenen Jahres. Und für Aufsehen sorgt darüber hinaus aber auch eine am Donnerstagabend veröffentlichte Stimmrechte-Mitteilung. Die US-Investmentbank Goldman Sachs, die hat ihre Anteile zum 15.01. leicht gesenkt. Die Anteile der Wirecard-Stimmrechte, die wurden aber gleichzeitig hochgefahren und insgesamt kontrolliert Goldman Sachs jetzt aktuell 13,40% der Wirecard-Stimmrechte und ist damit der mächtigste Anteileigner. Wir werfen einen Blick auf Bayer. Da gibt es nämlich erneute Spekulationen über eine Einigung im US-Rechtsstreit um den Unkrautvernichter Glyphosat. Und das Ganze treibt die Aktie an, zwischenzeitlich heute auf den höchsten Stand seit Oktober 2018. Und es steht im Raum, dass es vielleicht eine schnelle Lösung geben könnte. Denn Bloomberg berichtet, laut Kreisen zufolge könnte dies für 10 Milliarden US-Dollar tatsächlich geschehen und somit würde Bayer dann quasi mit einem blauen Auge davonkommen. Wir werfen jetzt aber auch den Blick auf die meistverkauften Werte beim Online-Broker Flatex. An Platz 1 einmal mehr Wirecard, gefolgt von Ballard Power, aber auch Bayer, Hexagon und die Deutsche Bank ist dabei. Und bei Hexagon, da schauen wir genauer hin. Der Hersteller von Hochdruckbehältern und Systemen, der muss die Stornierung eines Großauftrags im zukunftsträchtigen Wasserstoffsektor verkraften. Der Auftragsgegenwert, der wird auf 120 bis 150 Millionen US-Dollar über 7 Jahre beziffert. Also rund 20 Millionen US-Dollar pro Jahr werden den Skandinaviern damit auf der Umsatzseite fehlen. An der Börse wird die Aktie auf jeden Fall kräftig abgestraft. Zwischenzeitlich ging es nach dem Bekanntwerden um über 20% nach unten. So viel von mir und heute. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Ich wünsche also ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.